Hallo meine lieben Freunde, ihr seht mich mal wieder auf meiner Terrasse sitzen. Was kann das bedeuten? Ja, ein neues Pfeifenvideo ist hier zu sehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gelesen. Ich wurde in den vergangenen, sagen wir mal, 2-3 Monaten sehr oft gefragt, angeschrieben, hey, du hast mal irgendwann den Von Zeppelin erwähnt. Das würde mich voll interessieren, was es damit auf sich hat. Ist es cool? Ist es Schrott? Wie funktioniert das? Und weil ich gerne Videos drehe und weil ich euch total lieb habe, habe ich natürlich ein Video für euch. Ist doch gar keine Frage. Heute geht's, wie gesagt, um den Von Zeppelin. Das ist dieses Teil hier. Es gibt es in verschiedenen Finishes. Ich habe jetzt das Sandgestrahlte. Es gibt es aber auch in nur dunkelbraun und komplett sandgestrahlt, glaube ich auch. Wie genau funktioniert das jetzt? Ich hole euch mal ein klein bisschen näher ran, dann können wir uns das alles anschauen. Also, es handelt sich hier um eine Breuer-Zigarre oder Zigarrenpfeife oder Zigarren- oder Zeppelin-förmiges Rauchgerät, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und der Gag von diesem Ding ist, dass es eigentlich eine Pfeife ist, aber es sieht eben von der vom Design her nicht wie eine Pfeife aus. Hier ist natürlich das Mundstück, das ist sehr klassisch pfeifig. Ja, das kann abgedreht werden. Und hier ist die Filterkammer. Die ist natürlich faun-typisch, ist hier eine Konex-Hülse drin, sprich, wenn ihr den Filter reinsteckt, schließt der hundertprozentig mit dem Gehäuse ab, sodass ihr eine hundertprozentige Filterung oder 100% natürlich nicht, aber so dass ihr halt eine sehr gute Rauchfilterung habt. Hier vorne ist es mit Aluminium verstärkt. Warum? Darüber sprechen wir gleich noch. Aber das ist quasi eine Röhre vom Design her. Das kann man aufschrauben, also abstöpseln sozusagen. Es ist kein Schraubgewinde dran, sondern es wird nur reingesteckt. Eine Gummidichtung seht ihr hier. Und hier ist eben auch schon die Rauchpaste drin und eben das Loch. Und hier ist die Tabakbrennkammer. Ich hoffe, man kann das so halbwegs sehen. Es gibt aber auch nicht viel zu sehen. Ja. Also es ist nur eine schwarze Kappe und hier vorne eben mit Aluminium verkleidet. Hier kommt der Tabak reingestopft und dann macht man das wieder zu, zündet vorne an, hält die Flamme dran und saugt. So wie wenn man eben eine Zigarre zünden würde. Dieses Design kommt der ursprünglichen Form des Rauchens eigentlich sehr nahe. Mayas, Azteken, bla bla bla. Das wurde alles schon sehr viel früher geraucht, bevor der weiße Mann da dran gekommen ist. Und zwar in genau sowas hier. Das waren Holzröhren, wo du halt vorne den Tabak reingestopft hast, hinten den Mund dran und dann wurde es übers Feuer gehalten, angezogen und dann hatte man quasi genau das hier vom Prinzip her. Also es ist gar nicht so neu, wie man jetzt denkt, im Gegenteil. Wie kann sich das Ding rauchen? Wie schlägt sich's? Finden wir es raus. Ihr seid jetzt mal beim Stopfvorgang einfach mit bei. In den Von Zeppelin kommt natürlich der Von Zeppelin. Wenn wir schon einen Tabak haben, der genauso, genauso heißt wie die Pfeife. Oh. Dann nehmen wir den doch gleich, oder? Filter ist schon drin, habt ihr gesehen. Jetzt nehme ich quasi hier diese vordere Kappe und fülle den Tabak hier vorne rein. Es ist
nicht wirklich klein, aber tendenziell kleines Füllvolumen. Ich mache es jetzt auch nicht ganz voll, weil was mir schon aufgefallen ist, ich habe sie noch nicht geraucht übrigens, das ist auch für mich jetzt eine Premiere. Und ihr seht, ich kann das gar nicht ganz voll stopfen, weil hier, ja, vielleicht seht ihr das nicht, aber die Rauchpaste, die beginnt hier hinten. Ja? Sprich, das hier oben, dieser Rand hier innen, der muss frei bleiben, damit ich den Teil hier reinstecken kann. Sprich, ich kann das gar nicht so super voll stopfen. Jetzt wird das einfach drauf gedreht, wie bei einem Mundstück. Hier steht es auch nochmal, V und Zeppelin eingeprägt. Dadurch, dass ihr jetzt keine klassische Tabakkammer habt, wo die Flamme reingesogen werden muss, reicht es natürlich auch, wenn ihr ein normales Feuerzeug nehmt, was stinknormal nach oben zündet. Ich habe jetzt gerade nur mein Pfeifenzippo zur Hand. Und hier vorne, wie gesagt, Aluminium. Okay, das geht schon mal sehr gut. Und jetzt kommt es natürlich zum Nachstopfen, müsst ihr das Ding halt aufschrauben. Ja? Wo ist mein Stopfer jetzt? Ah, da. Stopfer vom Tom. An dieser Stelle die TK Hobbythek. Cooler Kanal. Schaut mal vorbei. Der Kanal hat es verdient. Einfach wieder draufschrauben, nochmal zünden. Weil so wie es halt ist, man zündet, man stopft nochmal nach, man zündet nochmal. Verkaufen! Nein, Schmarrn, ja, okay. Ich werde das Ding jetzt mal, sagen wir mal, 25, 30 Minuten rauchen. Und dann kann ich euch einen kleinen Erlebnisbericht geben. Es ist schon mal relativ, ja. Also man, na, schön, wir reden später weiter drüber. Ich rauche sie jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Also, man hat natürlich eindeutig ein Zigarrenfeeling, ist klar. Man kann natürlich auch den hier machen. Man hat halt schon ein Zigarrenfeeling, aber das soll es ja auch sein. Filterkammer ist natürlich dicht, faun-typisch, Konex-Hülse funktioniert einfach, aber sie irgendwie bleibt sie mir nicht wirklich an. Also irgendwie. Das mag vielleicht Gewohnheitssache sein, dass man die vielleicht doch ein bisschen anders rauchen muss, wie eine normale Pfeife. Aber ich muss relativ häufig nachzünden. Der Tabak ist nicht so feucht, definitiv nicht.
schon wieder aus. Oder irgendwie, sie bleibt mir nicht richtig an. Ich stopfe jetzt nochmal ein bisschen nach. Aber das kann es fast nicht sein, weil zu fest stopfen natürlich will ich dann natürlich auch nicht. Sie geht immer gut, so für eine Minute. Und dann geht sie mir meistens wieder aus, so nach 2 Minuten. Dann hält sie auch mal wieder zwischendurch ein bisschen länger durch. Aber so ein wirklich smoothes Dahinrauchen war jetzt eigentlich 25 Minuten oder sowas fast nicht möglich. Ja, jetzt geht's gerade. Ja, geht schon. Also man, sie brennt schon weiter. Geht schon. Man muss sich ein klein bisschen an diese Methode des Nachstopfens gewöhnen, finde ich. Wenn sie läuft, dann finde ich, geht's gut. Und man hat halt wirklich so ein Zigarren-Feeling. Das ist schon ganz cool. Sieht, finde ich, auch cool aus. Weil, wenn Pfeife, das ist ja schon Rarität, wenn du so jemanden siehst irgendwo. Aber das ist nochmal so eine, what the fuck, okay, was hat denn er da? Weißt du, das ist schon, Blickfang ist es schon. Lässt schon wieder nach. Ich würde schon wieder nachzünden müssen jetzt. Und dann geht's auch sofort weiter, ja. Also, mag sein, dass man die ein bisschen anders rauchen muss wie eine normale Pfeife, aber okay, ich dachte vom Prinzip so unterschiedlich kann es jetzt nicht sein. Aber die lässt sich bitten. Also da ist ein bisschen schwierig. Und ich bin jetzt wirklich kein Greenhorn, was Pfeifen und sowas betrifft. Aber die bleibt mir nicht wirklich an. Naja. Es ist nicht zu stark gestopft, nicht zu lose gestopft. Lässt sich auch schön ziehen, also es ist auch nicht viel Zugwiderstand da. Aber das ist vielleicht einfach durch dieses ganz kleine Loch, ist vielleicht einfach zu wenig Sauerstoff da. Also man muss wirklich dauernd dranbleiben. Und dass das Ding nicht ausgeht. Wenn es dann raucht's gut. Ah, naja. Was mir aufgefallen ist, hier vorne dieses Aluminiumstück, ja, das wird natürlich brutal heiß. Also da müsst ihr echt aufpassen. Nicht irgendwie vorne drauf touchen oder sowas, aber gut. Er greift ja auch nicht vorne in die Pfeife rein, wenn die brennt oder so. Raucht schon wieder kaum noch. Also irgendwie, entweder bin ich zu blöd dafür oder die raucht sich komplizierter wie eine normale Pfeife. Wie gesagt, dieses Ding hier wird heiß. Und ich hab diese Kritik wirklich schon ein paar Mal gehört. Ja, das wird vorne so heiß. Das stimmt natürlich, ist Metall und Feuer. Metall und Feuer, Metall wird heiß. Vollkommen logisch. Aber ich dachte mir immer, ja gut, dann greif halt nicht vorne hin, weil dann passiert auch nichts. Ja? Aber ihr müsst ja vorne hingreifen, um dieses Ding aufzuschrauben. Ja? Und ihr...
müsst es ja dauernd aufschrauben. Das heißt, ihr müsst echt aufpassen, dass ihr hier nicht drankommt, dem kleinen Finger. Es ist echt heiß. Also ihr müsst es wirklich so aufschrauben, dass ihr nicht vorne an dieses Metallstück drankommt. Ja? Und auch hier unten, das ist echt heiß. Ihr müsst wirklich aufpassen. Und draufschrauben am besten irgendwie so, dass ihr bloß nicht an dieses Metallding drankommt. Sie ist auch sehr dünnwandig. Ja? Also sehr dünnwandig, einfach aufgrund der Konstruktion kann sie natürlich nicht. Also, sonst wäre das ja so eine Zigarre. Ja? Das geht natürlich nicht. Sie muss dünnwandig sein. Führt dazu, dass natürlich auch der komplette vordere Teil sehr heiß werden kann. Ja? Okay, daran verbrennt man sich jetzt vielleicht nicht, aber hier vorne definitiv schon. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Hätte man vielleicht ein bisschen cleverer lösen können, indem man einfach dieses Metallding vorne weglässt. Ja? Einfach hier ein Loch lassen, hier die Holzröhre stehen lassen und dieses Metallding vorne weg. Naja. Mein vorläufiges Fazit, wenn sich daran noch was ändern sollte, schiebe ich nochmal einen Nachtrag nach. Aber ganz grundsätzlich, Freunde, ihr kriegt natürlich von der Verarbeitungsqualität her und die Konex-Hülse und das Mundstück ist angenehm und die Verarbeitung ist schön, die Stanzung ist schön, es ist alles hübsch an dem Ding. Faun-typisch ist die Verarbeitung echt gut. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zur Praxis von dem Ding. Es ist umständlich, ich finde es tendenziell eher nervig. Das Ding, also wenn ich die jetzt auseinanderdrehen müsste zum Nachstopfen, okay, wenn die dann eine Viertelstunde durchglühen würde, durchbrennen würde, ja, ohne dass ich nachstopfen muss, so wie eine normale Pfeife halt, ja, dann wäre das nicht so das Problem. Aber wenn die Pfeife auch noch dauernd ausgeht, und ich glaube jetzt nicht, dass es an meiner Technik liegt, ich meine, es ist nicht kompliziert, es raucht sich ja vom Prinzip her wie eine normale Pfeife. Ich glaube, dass der Sauerstoffdurchzug hier nicht reicht, durch dieses kleine Löchlein, ja, und dass es dadurch halt dauernd ausgeht, wenn er nicht dauernd dranhängt, ja. Und dadurch wird dieses Nachstopfen halt nervig, weil ihr müsst halt wirklich irgendwie alle 2 Minuten das Ding aufmachen und nachstopfen. Und das ist halt, das ist sehr nervig, muss man wirklich sagen. Das ist, und noch dazu mit dem heißen Ding dann vorne dauernd aufpassen müssen. Also praktisch ist das Ding echt nett, das muss ich echt sagen. Es ist... ist das jetzt ein brandneues Rauchgerät vom Prinzip her, das völlig neuen Tabakgenuss ermöglicht? Und das müsst ihr erlebt haben, um es zu glauben. Rennt und holt es euch. Nein, definitiv nein. Es ist ein cooler Gag. Es ist ein Hingucker. Ja, es ist ganz cool. Tabak mal so zu rauchen, auf diese Art. Es ist cool, es hat irgendwie Style. Aber ich finde auch irgendwie ein Pfeifenraucher, der ist genug Blickfang für sich genommen, schon alleine. Und darum geht es uns ja auch nicht. Aber man kann natürlich nicht verleugnen, dass das einfach irgendwie cool aussieht. Ja? Es ist schon stylisch irgendwie. Ja? Würde ich dafür jetzt diesen Umstand in Kauf nehmen, dass sich das Ding so kompliziert rauchen lässt? Nein, eigentlich nicht. Ja. Und noch dazu kostet es über 200 Euro, das Ding. Es ist noch dazu, finde ich, viel zu teuer, weil dafür, dass es irgendwie nur so ein kleiner Gag ist und ein Blickfang und was Besonderes für die Pfeifenvitrine, ja, vollkommen klar. Deshalb habe ich die auch. Ja. Es geht mir jetzt nicht darum, dass das, wow, wie geil ist das denn, sondern es geht mir halt eher darum, die in der Pfeifenvitrine zu haben, dass sie halt Teil meiner Sammlung ist, dass so eine Art Pfeife Teil meiner Sammlung ist.
Aber ich bin halt preiswert rangekommen. Ja? Hätte ich mir die jetzt für einen Vollpreis gekauft? Nein, niemals. Dafür ist das Rauchen damit zu umständlich, zu unzuverlässig, zu limitierend. Nee. Nee. Es ist cool, aber ich hätte es niemals für den Vollpreis gekauft. Und ja. Nö. Es ist wie gesagt cool verarbeitet. Eine coole Idee. Aber man hätte noch ein klein bisschen mehr tüfteln müssen, finde ich. Ist dieses Ding jetzt schlecht und rate ich ganz klar vom Kauf ab? Nein, natürlich nicht. Wenn ihr daran Spaß habt, wenn ihr das irgendwie cool findet und es euch rauslassen wollt, ey, holt sie euch. Die ist ja cool, so ist es ja nicht. Aber gerade für das Geld, über 200 Euro, da habt ihr mehr davon, wenn ihr zwei preiswertere normale Faunpfeifen kauft, habt ihr mehr davon. Sag ich ganz ehrlich. Und ich habe sie, wie gesagt, auch nur deswegen, weil ich preiswert dran gekommen bin und für die Vitrine, weil ich halt so eine Art Pfeife in der Sammlung haben wollte. Naja. So gern ich Faun mag, aber ich kann auch nicht jedes Produkt von denen total feiern. Nö. Ist nett, ist cool. Aber für den Preis, no way. Und ja. Wie gesagt, Verarbeitung ist tipptopp, aber reißt es halt, finde ich, nicht raus. Wenn euch der Tabak interessiert, meine lieben Freunde. Kentucky, Latakia, angeblich aus Syrien. Cavendish, Virginia, Aroma ist nussig. Eine ganz leichte Aromatisierung ist drauf. Wenn euch der Tabak interessiert, Freunde, ich habe ein Video dazu gemacht. Zieht es euch rein auf meinem Kanal. Jetzt haben wir die Kombi vorgestellt. Den Zeppelin und die Zeppelin. Ja. Insofern, lasst es euch gut gehen, Freunde. Es wird immer wärmer. Geht wieder raus, Biergarten, das Pfeifenwetter, die Pfeifensaison 24 kommt. Ich hoffe, dass ich viel Videos von euch sehe, dass ihr viel Videos von mir anguckt. Und für den Fall, dass ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen da und vielleicht sogar ein Abo. Es kostet euch nichts und meinem Kanal hilft's. Also, bis zum nächsten Mal.